Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider 3. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und haben versucht, um eine Kurve zu kommen, ne? Gut, dass es jetzt wieder ein paar Tage her ist, dass ich aufgenommen habe. Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mal die Folge davor geschnitten habe. Das ist sehr gut. Hat alles nicht so zeitig wieder geklappt, aber egal. Wir kriegen das hin. Sollte doch mal ein Klack sein. Also bis hierhin schaffen wir das sehr gut, muss ich ja mal sagen, ne? Hoffentlich bleibt das auch so. Wir müssen schnell genug sein, aber dürfen auch nicht zu schnell sein. Das ist echt schwer. Oh, jetzt sind wir zu langsam, ich sag's euch. Mist. Ich war so froh, hohe Kurve geschafft und dann. Nee. Mano. Warum kann das Teil eigentlich nicht schneller fahren, wenn man gerade schneller fahren möchte? Geht das nicht? Nee, ne? Es hat nur Bremse und Ducken und sowas. Mit Rennen bin ich nicht schneller, ne? Hätte ja sein können. Wenn ich schon auf die glorreiche Idee nicht kam, mit Ducken mich zu ducken. Also. Hätte ja sein können, dass man mit Rennen auch dann schneller wird. Schon da war mir ein bisschen zu viel. Zu schnell. Jetzt sollte es aber gehen, oder? Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, speichern. Sorry, aber ich will hier mitten drin speichern und ich lade. Nein. Oh, es fängt schon wieder an. Warum sind dann meine Finger mal schneller als mein Kopf? Komm, ich habe den Kniff jetzt einmal hingekriegt, dann kriege ich den jetzt nochmal hin. Ich musste nämlich bremsen an einer bestimmten Stelle, bevor es wieder so runtergeht. Dann dürfte es klappen. Hoffe ich. Wehe, wenn nicht, dann drehe ich durch. Aber ich habe schon mal gezeigt, es ist machbar. Das krieg sogar ich hin. Und das soll was heißen, ne? So. Jetzt hier kurz ein bisschen langsamer werden, genau. Ja. Jetzt dürfte es klappen. Ja. Gut. Jetzt aber speichern und nicht laden. Speichern, genau. Was war denn da los? Da war so ein komisches Vieh, kann das sein? Ich gucke erstmal, wohin mich das hier führt. Wahrscheinlich hätte ich das Teil eher betätigen sollen und dann kurz aussteigen. Gott. Dann kann ich aber wenigstens gucken, was passiert, wenn ich das Teil rechtzeitig betätige. Ah, dann bleibe ich echt hier stehen. Ah, guck. Sieh mal einer an. Nein, nein. Hält mich der Kristall auch vor Feuer? Aber gut, ich konnte es nicht mal austesten. Och Mann, ich hasse sowas. Oh, ich habe die Verkehrten erwischt. Ich wollte eigentlich die Schrot, aber gut, es ist auch in Ordnung. Okay. Hier nochmal separat speichern. Ich wollte nur noch mal gucken, ob hier irgendwas ist. Ich weiß auch nicht, wie nah ich dran darf, ne? Aber ich glaube, so bleibe ich noch am Leben. So, wo bin ich jetzt? Okay, da ist auf jeden Fall ein Gang. Und hier oben ist nichts. Echt nicht? Da versteckt sich nur irgendwas. Doch, doch, da hier ist doch irgendwas.
Oder doch nicht? Oder doch? Oh, ich bin irritiert. Geht das hier runter? Komme ich denn auch wieder hoch? Also ich glaube schon. Irgendwie höre ich immer so ein ganz komisches Geräusch. Ich weiß nicht, ob das von Lara kommt oder von irgendwas anderem, was sich da wieder anschleicht. Hört ihr es? Dieses Bam. Weiß echt nicht, von wo das kommt. Warte, warte. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Jetzt höre ich nur die Dinger. Keine Ahnung, vielleicht war das das Einzige, was man noch zusätzlich hätte hören können. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Soll man hier hin? Hallo? Ich höre immer noch dieses komische. Was? Was war das? Also diese Experimente sind sehr seltsam. Muss ich ja echt mal zugeben und sagen. Upsa. Aber hey, ich habe weniger abgezogen bekommen als vorher. Nur bin ich jetzt in einem Bereich, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Da unten ist irgendwas. Komme ich dann auch wieder hoch? Oh, das ist ein bisschen weit nach unten. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich weiß mal wieder nicht so recht, was mein Ziel ist und alles. Okay, dann habe ich das schon mal richtig gesehen. Ehrlich gesagt, ich habe kein gutes Gefühl, dort lang zu laufen. Ernsthaft. Hier ist sonst gar nichts weiter. Hä? Aber wenn da nichts ist, warum kann ich denn da hin? Ist ja doof. Ach, wahrscheinlich habe ich wieder was übersehen. Wäre nicht das erste Mal. Ich würde an das Teil da unten ran. Das scheint mir wichtig zu sein. Nein! Warum lässt du denn in dem... Ach so, das ist eine Lampe. Oh, hallo. Warte mal. Das war doch der Speicherplatz von oben, ne? Genau. Würde ich nämlich einfach noch nicht da nach unten hingehen, sondern erstmal gucken, was diese Fahrt für mich noch bereithält. Aua, das tat weh. Warte. Dann gucke ich erstmal, was die Fahrt noch für mich bereithält. War da eben gerade an der Seite nochmal so ein Gang? Nee, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Ich habe schließlich noch hier so viel zu erkunden. In meinen Augen. Also meiner Meinung nach. Ups.
Stimmt ja. Vergessen. Ups. Passiert. Warte mal. Dann speichere ich einfach hier nochmal an der Stelle. Dann habe ich immer noch den Speicherpunkt von davor, wo ich direkt hinter den Dingern anfange. Und ich habe den Speicherpunkt hier, wo ich dann direkt bei dem starte. Und irgendwo unten. Muss ich erstmal ein bisschen gucken. So geradeaus ist, glaube ich, keine gute Wahl. Deswegen nehmen wir einfach mal den Weg. Mal gucken, wo wir landen. Vielleicht landen wir auch wieder beim Ausgang. Das kann ja auch sein. Dann hieß es aber auch. Ah, fünf. Hohoho. Dann hieß es aber auch, dass wir wahrscheinlich irgendwie zurückkämen, oder? Also hier kommen wir auf jeden Fall hier wieder hin. Gut zu wissen. Dann müssten wir aber in dem Bereich, wo wir da unten unterwegs waren, auch irgendwie da hinkommen. Also wieder zurückkommen. Versteht ihr, was ich meine? Worauf ich hinaus will? Und der hier? Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Weil da ja nichts weiter war, kann ich ja am selben Speicherort speichern. Man muss ja echt Stück für Stück mal gucken. Aber gut, das kennt ihr ja von mir noch. Ich mache ja immer mal so. Ich habe vergessen zu drücken. Mal gucken, wohin mich der gerade Ausgang führt. Einfach nur, okay, ja. Ist in Ordnung, habe ich mir schon gedacht. Bis jetzt war es eigentlich immer so, dass ich das Teil betätigen muss, aber sie hat halt nicht reagiert. Ich habe vielleicht auch den falschen Knopf gedrückt. Das kann da auch sein. Ich muss Luft holen, wenn ich rede. Ja, auf jeden Fall erstmal so. Eine Kurve. Ich traue Kurven nicht mehr, wenn ich hohe Geschwindigkeiten habe. Ah, okay. Dann bin ich jetzt hier. Mal gucken, wo mich das jetzt hinführt. Da ist auf jeden Fall ein Kristall. Da ist eine Tür. Ich gehe erstmal zur Tür. Ich habe so Angst. Die geht ja zu. Okay, dann gucke ich mich erstmal anderweitig um, okay? Das ist auf jeden Fall schon mal. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, ich falle jetzt irgendwie ins Wasser. Vielleicht sollte ich lieber die hier rausholen. Dem mich dieses komische Vieh überrascht hat, traue ich da gar nichts mehr. Okay, hier komme ich sonst eigentlich nirgendwo hin. Also jetzt nicht weiter nach oben oder so. Aber hier komme ich ja auch nirgendwo hin. Also käme ich dort oben nur irgendwie auf anderen Wege hin? Und im Wasser? Ist da irgendwas? Scheint nicht der Fall zu sein. Komme ich auch hier irgendwo hoch?
bevor ich erfriere. Ach ja, an diesen Kanten kann sie ja nicht hoch. Bla 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 bla. Dann gucke ich gerade noch mal an der Stelle. Aber hier komme ich nicht hoch. Nee, nee. Einfach wegen dem hier. Wo bin ich dann? Auf welcher Schiene? Und warum? Nee, ich dachte schon, da ging es irgendwie rein oder so. Nee, ist nicht. Ist nicht der Fall. Aber warum? Warum habe ich diesen Zugang, also diese Möglichkeit? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Aber hier hochklettern kann ich auch nicht, ne? Macht ja auch gar keinen Sinn, weil da ist eine Decke. Ich wollte nur noch mal testen. Einfach um sicher zu gehen. Komme ich da hoch? Nein, da lande ich im Wasser gerade. Okay. Dann gucke ich mal hinter der Tür. Auch wenn ich echt Angst habe, schon allein, weil dieses komische Vieh da aufgetaucht ist. Noch so ein Experimentenzeug. Wo bin ich hier? Was ist das für ein ekliges Geräusch? Ist das ein ekliges... Bleib doch nicht stehen, Lara. Bleib nicht stehen. Boah, ist das ein ekliges Geräusch. Und ich laufe hier auch noch weiter immer hin und her, anstatt irgendwo hinzugehen, ne? Es tut mir leid. Aber ich will mich auch ein bisschen umsehen. Ihr haltet es aus. Ihr haltet es aus. Ihr haltet es aus. Ihr kriegt das hin. Oh, Gott sei Dank. Oh, ist das auf einmal schön still. Auf die Nord. Oh, boah, ich habe so Angst. Ich habe echt mega Angst. Ich habe mega, mega Angst. Oh nein, es geht schon wieder los, dieses Geräusch. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Es ist mega laut, ich weiß. Ah, jetzt bin ich hier unten irgendwo. Ach, der rennt oben lang. Ich wollte gerade sagen. Oh, guck mal, da ist ja was. Ich hoffe ja, die können nicht kriechen, ne? Boah, wie ich schreien werde, wenn das auf einmal hinter mir auftaucht. Jetzt, Lara, nimm doch endlich eine Fackel. Boah, ich hasse das, wenn sie in Kriech, also wenn sie auf allen Vieren keine Fackel nimmt. Man es aber nicht sieht, dass sie auf allen Vieren ist. Mann, wie blöd. Drückt, dass sie eine Fackel nimmt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt aus diesem Gang herauszukommen. So ein ganz kleines bisschen Angst. Schon allein, weil ich ihn dort sehe und er wartet. Oh nein. Oh, ist das eine Wohltat für die Ohren, wenn man mal ins Menü geht.
Nein, Lara, Lara, Lara. Ah, Mann! Okay, ich brauche ein kleines Medipack. Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt bin. Ach, guck mal, jetzt bin ich hier dahinter. Ah, und hier ist was zum Hochlaufen. Zum Hochlaufen. Ja, Lara, lauf mal diese Wand hinauf. Und wo komme ich da jetzt hin? Jetzt bin ich mal gespannt. Das muss ja irgendwo mich hinführen. Weil ich habe ja bis jetzt hier nichts entdeckt. Also hier ist nichts. Kann ich mich umhangeln? Nee, kann ich natürlich nicht. Okay, das hat die Tür geöffnet. Da habe ich schon mal den Rückweg. Alles nur, um diese Tür zu öffnen. Kein Vieh, das mir entgegenkommt. Ich werde auch nicht ganz schlau. Ich werde echt noch nicht ganz schlau. Aus dem Ganzen hier. Okay, ich werde noch nicht angegriffen. Dann mache ich nämlich hier einen Schnitt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin dann tschüss, eure Time.